Hi, ich bin Max. In der Harry Potter Welt wimmelt es von Theorien, Geheimnissen und Geschichten. Über die Zeit haben sich aber auch einige Mythen rund um die magische Welt aufgetan. Manche von ihnen sind wahr, manche falsch und bei manchen kann man es wohl einfach nicht so genau sagen, aber darüber diskutieren. Genau das ist es ja auch, was das Harry Potter Universum so schön und vielfältig macht. Ein paar dieser Mythen möchte ich euch heute vorstellen. Ich freue mich wie immer schon auf eure Kommentare und Meinungen dazu. Jetzt aber erstmal viel Spaß! Nummer 1. Sicher haben viele von euch, genau wie ich, an ihrem 11. Geburtstag auf den berühmten Brief mit der Einladung nach Hogwarts gewartet. Daraus entstand der Mythos, dass man den Brief pünktlich an seinem 11. Geburtstag bekommen soll. Sieht man sich jedoch die Fakten in den Büchern und Filmen an, so sieht man, dass es sich gar nicht genau um diesen Tag handelt. Harry bekam schon in der Zeit vor seinem Geburtstag Briefe, die Dursleys haben sie ihn nur nie lesen lassen. Erst als Hagrid persönlich die Einladung vorbeibringt, kann Harry diese lesen. Daraus entstand wohl der Mythos, der Brief würde pünktlich am 11. Geburtstag geschickt werden. Trotzdem eine schöne Vorstellung, an diesem Tag auf den Brief warten zu können. Nummer 2. Diese Szene im Pokalzimmer von Hogwarts kennen wohl einige von euch durch den Hinweis, der uns hier gegeben wird. Auf dieser Medaille erkennen wir, dass James Potter als Sucher geehrt wurde. Ein schönes Detail, jedoch erfahren wir von J.K. Rowling selbst, dass James eigentlich ein Jäger war. Was stimmt nun also? Es gibt mehrere Erklärungen dafür. Einige sagen, es handle sich schlicht um einen Filmfehler. Andere meinen, er könnte seine Position im Verlauf seiner Zeit auf Hogwarts ja geändert haben. Viele sind sich sicher, dass er ein Sucher gewesen sein muss, da es in den Büchern auch eine Stelle gibt, in welcher James den Schnatz klaut und damit herumspielt. Das muss aber auch nicht zwingend eine Bestätigung für diesen Mythos sein. Wie seine Quidditch-Karriere jetzt wirklich abgelaufen ist, wird noch ein Geheimnis bleiben. Allerdings ist es ein sehr spannender Mythos, der sich aus diesem Widerspruch gebildet hat. Nummer 3. Die Filme erwecken manchmal einen anderen Anschein über die Harry Potter Welt, als er in Wirklichkeit tatsächlich ist. In Harry Potter und der Feuerkelch lernen wir Schüler und Schülerinnen aus anderen Zauberschulen, in diesem Fall Beauxbatons und Durmstrang kennen. Die Filme lassen es jedoch so aussehen, als wären diese Schulen nach Geschlechtern getrennt. Während es bei Beauxbatons scheinbar ausschließlich Schülerinnen gibt, sind es bei Durmstrang nur männliche Zauberer. Daraus ergab sich sehr wahrscheinlich auch dieser Mythos. Doch in den Büchern sieht es ganz anders aus. Dort sind bei beiden Schulen jeweils auch andere Geschlechter vertreten. Parvati, Harrys Date beim Weihnachtsball, geht beispielsweise mit einem Jungen aus Beauxbatons mit. Dieser Mythos ist also falsch und es ist doch auch sehr schön, dass ihr euch eure Zauberschule unabhängig von eurem Geschlecht aussuchen könnt. Das waren drei Mythen aus der Harry Potter Welt. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich das durch ein Like oder einen Kommentar wissen lasst. Schreibt mir auch eure Meinung zu den Mythen gerne mal in die Kommentare. Fragen und Vorschläge haben dort natürlich auch Platz. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.